Willkommen auf Fabulous, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein kurzes Update bzw. ein Resümee über die letzten Tage und meinen 15. Fastentag, meinen 15. Tag des Selbstexperimentes, wo ich neue Sachen ausprobiere, wo ich faste, wo ich neue Wege bestreite, sagen wir mal. Wie ihr gestern bereits gesehen habt, habe ich ein Foto gepostet, bei dem ich Bier getrunken habe. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Nach 15 Tagen Fasten ohne jegliche feste Nahrung, Alkohol zu sich zu nehmen, ist natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen. Somit habe ich die isotonischen Eigenschaften des Bieres genutzt, wobei ich das natürlich auch in alkoholfreier Version hätte machen können, hatte aber keinerlei Bock drauf, weil ich wirklich Bier trinken wollte. Allerdings habe ich mich zurückgehalten, das war 0,2, ja, und es war eine nette Erfahrung, sagen wir mal. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, nicht zur Nachahmung empfohlen. Okay, also ich fasse nochmal zusammen, wir sind jetzt am 15. Tag, sind wir angekommen, ich hoffe, euch macht es Spaß, ihr seid gespannt und verfolgt so ein wenig, was ich hier so fabriziere, was ich erzähle und die ganzen Techniken, die man so anwenden kann während des Fastens, aber vor allem auch im normalen Leben einbauen kann. Diese ganzen Thematik von Darmsanierung und die Wichtigkeit der Gesundheit des Darms, des ganzen Verdauungsapparates, ja, diese ganzen Techniken, die man da machen kann mit der Darmreinigung und so, die sind wirklich sehr, sehr wertvoll, glaubt mir. Nicht ausschließlich in der Fastenphase anzuwenden, man kann sie im täglichen Leben einbauen und ihr werdet eure Lebensqualität um einiges steigern können. Glaubt mir. Wenn ich von Lebensqualität spreche, meine ich in erster Linie die Gesundheit, was die absolute Basis für alles Weitere ist. Denn ohne Gesundheit bringt alles nichts. Mit der Gesundheit auf eurer Seite seid ihr zu allem in der Lage, wenn ihr wollt. Ihr könnt eure Ziele erreichen, eure Träume verwirklichen und euch euer Wunschleben aufbauen. Leider hätte ich es noch vergessen. Kurzes Gewichtsupdate nochmal, da wieder eine Woche vergangen ist. Wir schauen mal gemeinsam, was die Waage sagt. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, was da so los ist. Ich blende das mal hier mit ein und dann schaut mal, was der Sache ist. Eine Woche später, der 29.08. und ich steige mal auf die Waage und wir schauen mal, was das Gewicht so anzeigt. Also da ist nicht viel passiert von letzter Woche, 1,5 Kilo. Also der Körper ist schlauer, wie die meisten Leute denken. Wenn wir weiterhin Muskeltraining betreiben, schützt er unsere Muskulatur. Also da ist nicht viel verloren gegangen. Natürliche Schwankungen habe ich sowieso jeden Tag. Also ja, relativ okay, alles im grünen Bereich. Okay, weiter im Video. Viel Spaß damit. Okay, ihr habt gesehen, 65,6. Letzte Woche waren es 66,5 und das Startgewicht waren 72 Kilo. Also wie ihr seht, hat sich in den letzten 8 Tagen an dem Gewicht nicht wirklich viel getan. Das zeigt uns, wie intelligent unser Körper ist und was das ausmacht, wenn wir körperlich aktiv bleiben, besonders wenn wir unsere Muskel arbeiten lassen. Der Gewichtsverlust hält sich da wirklich in Grenzen. Man spürt es förmlich, man bleibt auch stabiler. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht in der Vergangenheit, in den Phasen, wo ich mich nicht körperlich betätigt habe, vor allem nicht mit Krafttraining auseinandergesetzt habe. Da waren die Gewichtsverluste enorm gewesen, wobei der Anteil und Muskelmasse da sehr variiert hat. Also man ist wirklich so eingefallen, also die Muskulatur, die ist wirklich kleiner geworden, hat sich vorübergehend verabschiedet, sagen wir mal. Und in der heutigen, also in der aktuellen Fastenphase, merke ich, dass ich viel stabiler bin vom Körper und auch relativ wenig Gewicht verliere, habt ihr ja gesehen. Das mit dem Gewicht ist natürlich nur jetzt ab und zu mal da auf die Waage geschaut. Wenn man das wirklich professionell angehen will, muss man sich jeden Tag um die gleiche Tageszeit wiegen, zu den gleichen Bedingungen. Und dann macht man nach 7 Tagen einen Durchschnitt und dann weiß man ganz genau, was da mit dem Körper passiert. Denn Gewichtsschwankungen von mehreren Kilo von einem Tag auf den anderen sind bei mir keine Seltenheit und auch bei den meisten Leuten da draußen. Je nachdem, wie viel sie trinken, je nachdem, was sie essen, je nachdem, wie viel der Körper Wasser zieht. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Also, so viel zum Gewicht. Letzte Woche 66,5 und heute 65,6. 8 Tage ohne Essen, außer grüne Säfte gefiltert mit einem geringen Fruchtanteil. Allerdings muss ich auch gestehen, dass es nicht wenig war von der Menge. Somit kommen auch einige Kalorien zusammen.
Okay, aber jetzt zurück zum Video und zum Hauptthema. Tag 12 abends ist nicht besonders gut gelaufen, ist aber für mich keine Neuigkeit. Solche Gefühle kommen während einer Fastenphase, früher sogar ziemlich oft, in dieser Fastenkur eher selten. Das ist so meine zweite Fastenkrise, nennen wir mal. Die habe ich aber allerdings nach einigen Stunden ganz gut überstanden, obwohl es keinen Spaß gemacht hat. Umso heftiger waren dann die positiven Auswirkungen in den nächsten zwei Tagen, und zwar Tag 13 und 14, also das letzte Wochenende sozusagen, gestern und vorgestern. Ja, ich habe mein Leben genossen, ich war mit meiner besseren Hälfte unterwegs. Wir haben die Sonne genossen, wir haben die Seele baumeln lassen. Es ging uns super. Ich war sogar sportlich aktiv mit dem Fahrrad. Wir haben ein paar Übungen zusammen gemacht. War alles super. Wir haben nette Location besucht. Wir haben was getrunken. Und wir haben 5 gerade sein lassen. Und das hat mir wirklich gut getan. Zu meinem Selbstexperiment. Es neigt sich langsam dem Ende zu, da ich meine beruflichen Verpflichtungen nachkommen muss. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hat sich da jetzt bereits einiges angesammelt, obwohl ich sehr, sehr viel gearbeitet habe und das keine so gute Idee ist, wie ich bereits auch schon mal erwähnt habe. Ja, ich werde in den nächsten Tagen diese Fastenkur, dieses Selbstexperiment beenden. Es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazulernen können. Vor allem, dass es während so einer warmen Jahreszeit wirklich sehr, sehr viel leichter ist, sehr angenehmer, so eine Fastenkur durchzuziehen, anstatt in den Wintermonaten. Ansonsten noch ganz, ganz viele gute Erfahrungen gemacht. Aber mehr dazu im Abschlussvideo, wenn es darum geht, über die Do's and Don'ts meines Selbstexperiments bei der Fastenkur. Okay, das war ein kurzes Update, wie die letzten paar Tage verlaufen sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet, und zwar schnappen wir uns morgen die Technik des Ölziehens. Das ist total abgefahren, eine Nummer aus dem Ayurveda. Wenn ihr da Interesse habt an dieser Technik, eine ganz easy Nummer, dann schaltet morgen um 19 Uhr ein und ich erkläre euch, was es mit dem Ölziehen auf sich hat. Somit bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr fleißig meine Videos verfolgt. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass wir uns morgen Abend um 19 Uhr auf Fabulive sehen.